Sind Spionageangriffe auch über Rauchmelder möglich? Diese und andere Fragen kläre ich in diesem Video. Los geht's! Wir sind die rote Linie. An uns kommt keiner vorbei. Wir sind die rote Linie. Die rote Linie. Liebe Freunde der Freiheit, es ist inzwischen 4 Wochen her, dass es diesen fragwürdigen Termin gab, wo die Wartung der sogenannten Rauchmelder in unserer Mietwohnung durchgeführt wurde. Seitdem habe ich noch mehr Fragen als vorher. Die erste Frage, die mich gleich am Anfang beschäftigt, ist: Warum wurde diese verdammte Pflicht im Bundesland Brandenburg genau mit Beginn der sehr fragwürdigen Pandemie eingeführt? Warum muss man sich diese High-End-Geräte installieren lassen, genau zu dieser Zeit, wo sowieso sehr viel Fragwürdiges in unserem Land passierte? Die nächste Frage ist: Warum sind Vermieter so engagiert, solche High-End-Geräte zu verbauen? Denn sind wir doch mal ehrlich, in jedem Baumarkt könnte man sich auch ganz günstige Rauchmelder kaufen und die selbst installieren und an die Decke schrauben. Wozu muss da eine Firma beauftragt werden, die da absolute High-End-Geräte an die Decke schraubt, die ja offenbar auch Metadaten senden? Und das ist ja zweifelsfrei bewiesen, wenn ein Monteur in meiner Wohnung steht und mir bereits unten mitteilen kann, in welchen Räumen diese sogenannten Rauchmelder in den letzten Wochen hingen und nicht hingen, dann kann er mehr darüber sagen, als mir lieb ist. Beziehungsweise es werden Daten an Dritte gesendet, von denen ich nichts weiß. Und das gefällt mir nicht. Mir gefällt auch nicht, dass er anfing, meinen Rauchmelder, der eine Zulassung bis 2030 besitzt, einfach abzuschrauben. Ist ja nicht meine, aber dieser Rauchmelder, der da installiert wurde, auf Zwang, weil es wieder ein Gesetz ist, was verabschiedet wurde. Und jetzt ein absolutes High-End-Gerät aus dem Rucksack zog und dieses verschrauben wollte. Da stelle ich mir die Frage, warum, wenn doch ein Gerät bis 2030 zugelassen ist? Warum kann man da nicht einfach die Batterien wechseln oder weiß der Geier was? Auf jeden Fall, das neue Gerät hatte schon solche blauen LEDs und ich habe gefragt, was das soll. Und er fing gleich an, mit dem Akkuschrauber in meine Decke zu bohren, in die angemietete Decke. Und ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Und er sagte, das haben Sie doch gar nicht zu entscheiden, Sie sind doch nur Mieter. Und da habe ich gesagt, doch, ich zahle eine Menge Miete und ich möchte erst mehr Informationen darüber haben. Heute war ein Wartungstermin vereinbart und nicht ein Termin, wo mir mitgeteilt wurde im Vorfeld, dass Geräte ausgewechselt werden und ich neue Geräte bekomme. Mein Sohn liegt gerade oben und ist krank und dieser Bohrlärm ist jetzt für mich nicht eingeplant und dann habe ich ihn weggeschickt. Und jetzt kommt das Spannende. Ich habe seit 4 Wochen weder von meinem Vermieter noch von dieser Firma etwas gehört. Ich habe meinen Vermieter auch gleich schon einmal angeschrieben und habe ihm mitgeteilt, dass ich mich natürlich nicht gegen die Brandenburger Brandschutzordnung stelle, aber dass mir ein paar Fragezeichen entstanden sind, die ich gern erst beantwortet haben möchte. Und daraufhin habe ich weder eine Antwort noch einen neuen Termin bekommen. Und das alles verzeiht mir, nennt mich paranoid. Aber nein, wir leben in einem Land inzwischen, wo ich vom Landeskriminalamt verfolgt wurde, als ich mit meiner Familie 7 Monate in Montenegro lebte und das auch über die ganzen sozialen Netzwerke bekannt war, wie Telegram mit zu der Zeit 8000 Abonnenten, YouTube, Facebook, hat das LKA bei jedem meiner Nachbarn hier geklingelt und hat ein Fahndungsbild hochgehalten und hat gesagt, wir suchen diesen Mann als Straftäter, also in Angelegenheit einer Straftat. Und das haben die auch mit meinem Vermieter durchgeführt.
Und mein Vermieter hat mir dann eine E-Mail geschrieben zu dieser Zeit, 2021, dass er mir gern die Möglichkeit stellt, da ich ja scheinbar sowieso nicht mehr da bin, dass ich diesen Mietvertrag auch gern fristlos kündigen kann und er mich ohne Wahrung einer Frist entlässt. Das passiert, wenn man das LKA mal überall hinschickt und ein bisschen Angst verbreiten lässt. Das Interessante dabei ist, ich bin bis zum heutigen Tag nicht vorbestraft und das LKA hatte seit dem Tag, den ich wieder zurückgekommen bin, nie wieder eine Frage an mich. Auch als ich angerufen habe und gefragt habe, warum sie das getan haben, haben sie gesagt, sie geben keine Auskunft am Telefon. Und so ist das im Sande verlaufen. Eine gute Freundin von mir, die Ärztin ist, war jetzt 11 Tage in Untersuchungshaft und hat gelebt wie ein Hund, in einer Zelle ohne Fenster zum Teil, zumindest in den ersten Tagen. Und das alles, weil ihr vorgeworfen wird, mit den heutigen Metastudien, dass sie falsche Maskenatteste ausgestellt haben soll. Obwohl die Metastudien ganz klar sagen, dass Masken nicht schützen vor Viren. Trotz alledem hat sie mit schwerkriminellen anderen Frauen als Doktor der Medizin jetzt 11 Tage im Gefängnis verbracht. Eine andere Freundin von mir hatte wegen dem Verdacht einer Beleidigung eine brutale Hausdurchsuchung. Und ich muss mich korrigieren, eine sehr brutale Hausdurchsuchung, denn ich bin angezeigt worden von der Polizei, von dem LKA Tempelhof, dass ich das nicht sagen darf, dass das eine Verleumdung darstellt, wenn ich sage brutale Hausdurchsuchung. Ich muss mich korrigieren, eine sehr brutale Hausdurchsuchung. Und sowas passiert im besten Deutschland aller Zeiten. Und verzeiht mir dann, dass ich auch mir vorstellen kann, dass mich diese hochmodernen Rauchmelder möglicherweise ausspionieren. Und warum man so bemüht ist, das sind alles Fragen, die mir bis zum heutigen Tag nicht beantwortet sind oder wurden. Und darüber hinaus muss auch die Frage erlaubt sein, warum kann ich mir nicht einfach, wie gesagt, ein paar Rauchmelder aus dem Baumarkt besorgen und die selber anschrauben. Dann kriegt man doch auch mit, wenn Rauch sich entwickelt und wir können die Feuerwehr rufen. Oder geht es vielleicht gar nicht um die Feuerwehr und gar nicht um den Schutz? Geht es vielleicht um Spionage und andere Interessen, die diese Metadaten noch mit sich geben, die die Rauchmelder senden? Das alles sind Fragen, die ich nicht abschließend beantworten kann. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auch über die Troll-Kommentare, denn ihr seid dafür verantwortlich, dass das letzte Video fast 15.000 Klicks hatte. Und das lässt mich bei YouTube wachsen. Das lässt mich bei YouTube größer werden und mehr Reichweite generieren. Und mit mehr Reichweite können wir auch mehr Menschen informieren. Also hinterlasst ein Abo, liked dieses Video, teilt es, verteilt es. Und liebe Trolle, bitte beleidigt mich weiter. Ich lösche grundsätzlich keine Kommentare, nur manche Videos, manche Kommentare sind so geschmacklos, dass YouTube diese Kommentare im Vorfeld zensiert und ich die erst freigeben muss. Und das ist mir teilweise untergegangen, denn ihr blamiert euch ja zum Schluss und nicht ich. Und aus diesem Grund, ich bin definitiv bereit, euch zu präsentieren mit euren Kommentaren, die euch letztendlich nur selber demaskieren. Und alles andere ist gesagt. Wir sehen uns im nächsten Video. Abo lassen und eine schöne Vorweihnachtszeit genießen. Bis dahin, euer Björn. Ja.